Willkommen in meinem Gasthaus. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Nachdem ich beim letzten Mal ein bisschen spontan pausieren musste, ist es jetzt so, dass ich einfach gewartet habe, bis ich wieder 700 Gold habe, damit wir heute die letzten beiden Ecken oder die letzten beiden Helden fertig machen können. Also den Skorpion-Boss, da hatte ich ja jetzt besiegt. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit dem dunklen Ritualist Zafar, den kennen wir glaube ich schon. Er mag seine Magie wie den Kaffee seiner Frau, schwarz mit einem Schuss brodelndem Hass. Und das Mumien-Ritual ist eine Heldenfähigkeit. Dreimal eine Heldenfähigkeit belebt ein Diener mit Wiederkehr mit einem Leben wieder. Nicht so cool. Und welches Gefühl, den hatten wir schon, aber ich weiß es nicht. Also mit ihr schon. Das meinte ich damit. Elise gegen Zafar! Die Forscherliga darf nicht scheitern. Das Ritual beginnt. Ganz und gar unmöglich. Ja, ich habe das ja noch schon mit den erweckten Dienern. Und der Wiederverwertung. Das war's. Oh. Noch sechs. Mit Savannah muss man natürlich aufpassen. Noch bin ich nicht tot. Ich erwache. Euer Zorn wird mir von Nutzen sein. Klingt wie so ein alter Sack. Bitte wiederbelebt. Ich nehme ich mit. Verdammten stehen bereit. Wie war das? Fake Coffee Fee. Die sind echt gut. Echt verdammt lecker. Aber den kann er dann wiederbeleben. Das heißt, da wollen wir es gar nicht erst drauf anlegen. Kriegt aber drei Leben wieder, ne? Ich nehme ich mit. Das ist schön für dich. Ist da irgendwas Besonderes? Dafür bin ich auch. Die Schwachen sind nicht schwer zu ignorieren. Die Schlachternächte geben übrigens auf ziemlich gruselige Ereignisse zurück. Die Schwachen sind nicht schwer zu ignorieren. Lasst euch erleuchten! Ach scheiße, ich hätte den noch verfolgt. Dann hätte ich wenigstens noch eine Chance gehabt, den zu behalten. Und dann geht er mir auf den Sack. Ihr werdet mir dienen. Dienen. Wie viele Finger zeige ich? Für die Liga! Für die Liga! Tät ich nichts zu. Für die Liga! Nö. Wie viele Finger zeige ich? Die Finsternis erhebt sich. Grabmänner. Hey, das ist mein Schaffen!
Den gönne ich ihm eigentlich nicht. No risk, no Spaß. Ja, Gott sei Dank. Kristalle, das heißt, egal ob leer oder voll, ne? Für die Liga! Ich sehe eine finstere Zukunft. Eine weitere gründliche Liga. Ich kann gerade nicht. Lass sie alle leben. Scheiße. Für die Liga. Achso. Fügt euch eurem Schicksal. Murlocs. Ja, das ist der. Ich war ja Murloc-Nazi. Für die Liga. Liga. Opfer, das je erbracht wurde. Diesmal unterliege ich, aber fürs nächste Mal habe ich das ein oder andere gelernt. Sternsohr erhaltet einen Mondfeuer auf die Hand, nachdem ihr in einem Zug zwei Zauber gewirkt habt. Geil. Ich sitze heute höher, fällt mir gerade ein. Hier kam ich nicht mehr zu sehen. Aus dem Grab entkommen, das stimmt gar nicht. So, der vierte Flügel sind die Hallen des Ursprungs. Bezwingt die titanischen Verteidiger dieser geweihten Hallen, um die Plage des Zorns einzunehmen. Ist das hier die Plage des Zorns? Die Hallen des Ursprungs also, die kenne ich wie meine Westentasche. Dann wirst du ja auch gleich genommen.